40% aller Frauen erfahren in ihrem Leben Gewalt durch ihren Partner. Sie werden bedroht, geschlagen, vergewaltigt. Im Extremfall verätzt, verstümmelt, verbrannt, ermordet. Die Dokumentarfilmerin Claudia Schmid will uns diese harten Fakten vor Augen führen. Bis an die Grenze des Vorstellbaren. Frauen aus Bangladesch, Benin, der Demokratischen Republik Kongo und Deutschland erzählen von ihrem Martyrium. Frauen, die in ihren Ländern rechtlos sind. Und Frauen, die hier zumindest das Gesetz hinter sich haben. Ist das überhaupt vergleichbar? Gewalt gegen Frauen findet im Grunde genommen in der ganzen Welt statt. Das heißt, ich hätte im Grunde genommen jedes Land wählen können. Ich wollte aber eine, sag ich mal, so breit wie möglich gefächerte Auswahl haben und so viel wie möglich Aspekte eigentlich auch da drin. Fast 20 Jahre dauert der Bürgerkrieg im Kongo. Eine 500.000 Frauen wurde systematisch vergewaltigt. Bis heute werden jeden Tag 40 Vergewaltigungen gemeldet. Es ist ja tatsächlich so, dass die UN zum Beispiel im Kongo dreimal in die Luft schießt, wenn sie da in die Nähe fährt mit ihrem dicken Auto und dann wieder zurückfährt. Und die Frauen laufen zur UN hin und sagen, wir wollen ihnen zeigen, wir wissen, wo die Täter sind, wir wissen, wo die Rebellen sind. Die waren oft genug da, Monate. Wir können die alle zeigen, wir können die Geschichten erzählen, aber die fahren einfach zurück, die interessiert das nicht. Überall auf der Welt, wo Unrecht passiert, liege es daran, dass alle wegschauen, sagt Schmid. Das ist in Deutschland nicht anders. Jede dritte Frau in Deutschland ist schon einmal geschlagen oder vergewaltigt worden. Mehr als 12% dieser Frauen melden das der Polizei. Zur Verurteilung der Täter kommt es fast nie. Als viertes wollte ich unbedingt Deutschland nehmen, weil ich nicht möchte, dass das Thema nur immer sozusagen in Verbindung mit der dritten Welt gesehen wird und dann dementsprechend gesagt wird, ja, hier gibt es eigentlich die Gewalt nicht, hier ist ja alles so viel besser. Und das stimmt eben nicht. Die Gewalt, die Strukturen der Gewalt weltweit sind überall die gleichen. Also mein Mann hat psychische Gewalt ausgeübt, hat sexuelle Gewalt ausgeübt, der hat körperliche Gewalt ausgeübt, Morddrohungen. Er hat die Kinder entführt, hat die Kinder misshandelt. Mögen auch die Muster von Gewalt ähnlich sein. Die Abhängigkeiten, das Ausgeliefertsein, die Chancenlosigkeit sind es mit Sicherheit nicht. Mir war es wichtig, achtungsvoll mit diesen Geschichten umzugehen und auch nicht diese große Gewalt letztendlich zu verschönern oder irgendwie zu verändern durch meine Sicht. Ich habe die 1:1 einfach aufgezeichnet. Oft nur schwer zu ertragen sind die Erzählungen von exzessiver Gewalt, mit denen uns Claudia Schmid konfrontiert. Wegsehen hilft aber bestimmt nicht.